Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part New Super Mario Bros. U Deluxe für die Nintendo Switch. Wir haben im letzten Part jede Menge Fehlerei erlebt und werden jetzt im Minzmeer 4 gehen. Ei, gluck, gluck. Mach ich gluck, gluck? Gluck, gluck. Erinnere mich an so eine geniale Szene aus Asch mich, ich bin dein Mörder mit Louis de Finet. So. Was haben wir denn hier? Könnt ihr vielleicht eine Pflanze sein? Wäre schön, wenn ihr euch verpieselt. Danke. Könnt ihr sein? Nein, nein, nein. Nein. Oh, ich brauch den sogar. Ach du Scheiße. Ja, ich weiß, was sie wollen. Ich weiß, was sie wollen. Nice. Kriegen wir direkt die zweite Coin auf dem Präsentierteller? Das? Ja. Nicht schlecht. Nur. Werden wir den Scheiß überleben? Das ist eine andere Sache. So. Na gut. Immerhin haben wir einen Checkpoint. Reach the Checkpoint. Ist es vielleicht klug, klein zu bleiben? Nein. Schenken sie uns direkt am Anfang zwei Münzen. Okay, ja, warum nicht, ne? Wir schnappen uns ein Item. Einfach so, komm. Weil es Spaß macht. Gluck, gluck. So, Pilzi. Ich will wenigstens noch einen Hauchchance. Ah, ja, ich weiß, was war. Geil. Spawnst du neu? Ja. Na fast, ne? Aber ich möchte wetten, da geht's zur letzten Coin. Ja, dance noch ab! Wap! Schade, hätte ja sein können. Aber ich glaube, ich kann die doch auch wegballern. Schau mal. Absala, aufpassen. So. Das war eben kuscheliger mit dem Stern. Na gut, da kriegen wir auch so hin. Es ist ja auch gedacht, dass wir mit dem Panzer... Warum nicht gleich so? Oh nein. Man muss mich ja ärgern. Das ist ja mal feiner Lalalala. Gut. Dritte Münze für uns. Und ich würde sagen, wir
Verzieht uns. Na klar, hier krieg ich so einen Scheiß. Was haben wir hier? Auch nur Münzen. Alles klar. Hier gibt's sowieso nichts mehr. Der Drops ist gelutscht. Lecker Drops. Egal, komm. Mach keinen Scheiß weg hier. Jesus Maria und dreimal gepfiffen. So, dann haben wir das jetzt und werden uns jetzt in Drachenals Grotte begeben. Na, das kann ja was werden. Lass uns schwimmen. Der Drachenal ist gar nicht so schlimm, wenn man weiß, wie man den handelt. Macht natürlich erstmal Eindruck, ne? Klar. Am fiesesten an der ganzen Sache sind diese kleinen Cheep-Cheeps. Aber wir können ja den Drachenaal, die Leviten lesen. Jetzt weiß ich, warum ich hier nie aus dem Pott komme. Wegen diesem scheiß, ne? Ciao. Hau ab. Danke, danke, danke. Und wir müssen aufpassen. Den Boden können wir ganz, ganz böse versinken. Haust du ab, haust du ab, haust du ab. Ich mach das nur für euch. Ja, nur als Info. Und ich mach das gerne für euch. Leiden. Checkpoint, 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 Checkpoint. Wow. Warum habe ich jetzt schon wieder das blöde Gefühl, dass ich eine Münze vergessen habe? Eins dieser Kreisdinger. Da kommt eine Münze raus. Denke ich. Schmeckt's? Nö. Na gut, war ein Versuch wert. Es schmeckt dir wohl. Das Miese an der ganzen Sache. Wir müssen groß sein, damit wir da an diese Münze rankommen. Aber ich glaube, der Drachenaal würde die Steine auch kaputt machen. Na, schauen wir mal. So. Dann, dann. Dum, 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 dum. So, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Hoch, 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 hoch. Hoch. Okay, geschafft. Nice. War auch erst die zweite Münze. Und ich glaube... Da war sie. Dum, bum, bum, dum, 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 yum. Nom, 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 nom. Gut, dann können wir jetzt endlich uns hier verbessern. Sag ich so einfach. Mit diesem gefräßigen. Ah, das war knapp. Ich habe schon sein. Übel riechenden Atem in meinem Nacken gespürt. Und er sagte mir, ich fress dich, ich fress dich. Nee, Mario Time. Schön.
Da könnten wir vielleicht in diesem Part noch das Münzmeer abschließen. Das wäre natürlich hervorragend. Muss allerdings mal gucken, ob wir hier nicht noch irgendwas exotechnisch übersehen haben. Werden wir gleich sehen, wenn wir das Schloss gemacht haben. Dann werden wir sehen. Aber ich glaube, hier gab es keinen Secret Exit. Ich meine nein. Machen wir uns erstmal ein bisschen was an Items. So, der Rest ist mir egal. Und einmal diesen. Spielen wir mal Lotto. Naja, gut, alles klar. Ich denke, ich werde sie euch mit Sicherheit nochmal zeigen. Aber na, in diesem Part sowieso nicht. Guti. Dann auf zu Larrys Torpedofestung. Und die habe ich auch ganz übel in Erinnerung. Also stellt euch schon mal auf Überlänge ein. Fängt schon mal gut an. Oh, das war knapp. Ich könnte ja sagen, es war ein Controller-Delay. So. Irgendwie sind wir drauf. Mario, wenn du kalte Füße hast, dann sag es mir einfach. Dann besorge ich dir ein paar Socken. Hä? Was ist das Problem? Na, danke auch. Böse Münze. Wenn man da nicht aufpasst, wird man von einem Knochenkuper gebissen. Das war geplant. Das war ganz nach Drehbuch. Ganz klar. Logisch. Ich habe nichts Gutes. Ich besorge mir erstmal was. So, was laufe ich denn hier? Achso, ich muss ja da. Na. Ich hole mich schnell was zum Anziehen. Man müsste ja jetzt rein theoretisch ja jetzt wieder an den einen oder anderen Eichelpilz rankommen. Dann geht's eben heute mal ein bisschen länger. So, Nummer 1. Dich werden wir brauchen. So. Und was noch das Ding in der Wüste. In der Wüste? Ja, Mario. Ist schön, wenn du mir zeigst, wie man auf Leiter klettert. Danke. Mist. Was habe ich gesagt? Wir machen das noch in diesem Part? Naja, gut. Nimm mal den Schinken halt mit. Aber ich glaube nicht mal, dass ich das jetzt in 5 Minuten schaffe mit dem Castle. Das könnte ein bisschen komplizierter werden. Deswegen würde ich vielleicht sagen, dass wir es doch vielleicht im nächsten Part machen. Ja. Also, sammeln wir erstmal noch ein bisschen was an Items. Wir könnten uns noch eine P-Eiche holen. Nein, theoretisch. Aber Eis mit Mopsy? Na komm, wir probieren es wenigstens einmal. Nehmen wir uns ein Sternchen und dann.
Upsi. Gut, das ging mit dem Stern leichter als gedacht. Dankeschön. Die könnten wir auch langsam einsetzen, die Dinger, ne? Aber nicht jetzt. Nee. Und um noch ein bisschen den Part noch ein bisschen zu strecken, damit er nicht ganz so kurz ist, schnappen wir uns vielleicht noch das eine oder andere Leben. Dann geht's eben Larry im nächsten Part an den Kran. Aber zumindest habt ihr schon mal einen kleinen Spoiler gekriegt. Was ist so eine Warte für Scheiße? Böbe. Sag ich nicht für Leben sammeln? Eigentlich wollte ich Bowser-Medaillons sammeln, weil die so schön sind. Danke. Nein, nein, nein. Das war jetzt aber eine knappe Kiste. Na komm, zwei Leben, besser als gar nichts. Da freut er sich. Gut, dann machen wir uns ganz schnell wieder auf den Weg dorthin. Haben wir in diesem Part nicht allzu viel geschafft, aber... Ey, komm, gut. Man glaubt gar nicht, wie wenig man in 20 Minuten packen kann. Und noch unnötig längere Parts will ich euch eigentlich... Ach komm. Es lachte mich an. So, komm schon, danke. Ah, nee, nicht gut, nicht gut. Ah, ah. Oh, oh, Mist. Okay. Ich glaube, es könnte eng werden. Auch Kleinvieh macht Mist. Dun, 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 dun. So, ganz kuschelig. Ja, und dann sage ich mal, im nächsten Part besuchen wir denn erneut Larrys Torpedofestung. Und ich sage mal, lasst mir einen Kommentar da, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal, euer Retro Basti. Ciao, ciao.